Heute zeige ich euch, welche Fehler ihr auf gar keinen Fall vor dem Update machen sollt. Und ihr bekommt dazu eine ganze Menge Tipps, unter anderem auch zum neuen Brawler Miko. Wenn wir in die Ingame-News sehen, können wir dort direkt sehen, wo wir gerade stehen. Und wie ihr seht, sind wir schon fast oben angekommen. Das heißt, wir haben jetzt gerade doppelte Stardrops, 50% schnellere Masteries. Wir kriegen pro Marke eine Münze, pro 5 Marken kriegen wir einen Chroma-Credits. Die Marken werden nochmal verdoppelt. Und wir haben dann bald nochmal 100% schnelleren Mastery-Fortschritt. Das ist absolut insane. Also mein erster wichtigster Tipp ist erstmal, nutzt das Ganze aus. So, schaut, welche Quests ihr habt. Macht auf jeden Fall so viele Quests es geht. Nutzt so viel Fortschritt es geht. Und vor allem der erste Tipp natürlich auch, oder der nächste Tipp direkt, farmt so gut es geht Masteries. Ganz wichtig ist dabei erstmal die unteren Stufen mitzunehmen. Ihr seht, für Stufe 1 braucht ihr 300 Punkte. Dann für Stufe 2 800, also 500 weitere. Und dann für 1500, für Stufe 3, braucht ihr 700 weitere. Also gerade wenn ihr Credits wollt. Dann für Silber braucht ihr eben schon 1100 weitere Punkte. Ihr kriegt zwar auch mehr Powerpunkte dort, und zwar 200. Aber im Verhältnis, am meisten lohnt es sich, die unteren drei Stufen erstmal mitzunehmen. Je nachdem, ob ihr natürlich Münzen oder Powerpunkte braucht, dann die ersten beiden. Wenn ihr auch noch Credits braucht, die dritte Stufe. Und das am besten erstmal so gut es geht für jeden Brawler machen. So kommt ihr am effektivsten voran. Ich weiß, also das ist kein bahnbrechender Tipp, aber jetzt wird es nochmal deutlich interessanter. Denn besonders solltet ihr jetzt auf die Masteries achten, die in Zukunft verschlechtert werden. Und das ist bei einigen chromatischen Brawlern der Fall. Denn aktuell haben noch alle chromatischen Brawler dieselben Mastery-Belohnungen wie legendäre Brawler. Das heißt, maximale Münzen, wir sehen hier 1000 Münzen, 150 Powerpunkte und so weiter. Und das wird bei einigen Brawlern verschlechtert. Die Brawler, bei denen ihr nicht aufpassen müsst, kann ich euch direkt zuerst nennen. Das sind natürlich zum einen Surge, weil der bleibt legendär. Und zum anderen Cordelius. Auch der bleibt legendär, also da müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt beeilen, weil die Mastery-Belohnungen bleiben eh gleich. Okay, passt auf. Es ist sogar so krass, dass sie es direkt in dem offiziellen Brawl Stars Ankündigungsvideo nochmal gezeigt haben. Denn Maisie ist zum Beispiel episch. Ich zeige euch hier Unterschiede, vor allem für die epischen Brawler. Bei den mythischen ist der Unterschied nicht ganz so krass. Also bei allen anderen, die ich jetzt nicht erwähne, wird es auch genervt, aber eben nicht so heftig. Also passt auf, Maisie wird episch. 250 Münzen weniger auf Stufe 1, dann 50 Powerpunkte weniger. Das ist noch okay, würde ich sagen, aber ist schon ordentlich, wenn ihr auf jeden der ganzen epischen Brawler das Ganze rechnet. Dann haben wir weniger Credits bei der dritten Stufe und vor allem, ab wenn ihr Silber pushen wolltet bei diesen epischen Brawlern, ist halt krank. Guck mal jetzt hier, 100 Powerpunkte und alleine hier 750 Münzen. Auf der zweiten Mastery-Stufe hier für Silber. Ich weiß nicht, wie es noch weitergeht. Ich glaube, danach sind die kosmetische Sachen eher. Und die Credits werden auch nochmal einen großen Unterschied sein. Aber vor allem die 750 Münzen finde ich schon sehr krass. Und diese Brawler wird es in erster Linie betreffen, denn die werden episch und verlieren damit am meisten Mastery-Fortschritt. Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale und Colette. Macht jetzt gerne mal einen Screenshot. Die Brawler sollten alle eingeblendet sein, dass ihr euch am besten merken könnt. Das werden die epischen. Alle anderen chromatischen, außer Surge und Cordelius, werden mythisch. Die könnt ihr also auch gut pushen, verlieren eigentlich nicht ganz so krass viel Mastery-Fortschritt. Also geht am besten diese Brawler zuerst mal an. Und genau diese 10 Brawler müsst ihr euch auch merken, wenn ihr sie noch nicht freigeschaltet habt. Denn dann solltet ihr sie auch weiterhin nicht freischalten. Denn damit kommen wir direkt zum nächsten Tipp. Und der ist, wofür sollte ich meine ganzen Chroma-Credits ausgeben, die ich jetzt gerade bekomme? Und hier ist natürlich das Schlaueste, die für Brawler auszugeben, die in Zukunft möglichst selten werden. Also in erster Linie natürlich erstmal nicht die Brawler, die jetzt episch werden, die jetzt gerade eingeblendet waren, weil die werden ja eh in Zukunft episch sein und damit die niedrigste Seltenheit unter allen chromatischen und damit auch in Zukunft relativ leicht sein freizuschalten. Der wichtigste Tipp natürlich zuerst ist logischerweise die Chroma Credits in erster Linie für 2 Brawler auszugeben, wenn ich sie finden würde. Search. Surge wird in Zukunft legendär werden. Er kostet euch 3600 Credits in Zukunft und ist wahrscheinlich auch relativ weit hinten im Startpfad oder je nachdem. Das wird super schwer sein. Das wird ein legendärer Brawler werden. Holt ihn euch jetzt am besten. Genauso, den haben wahrscheinlich noch weniger, Cordelius. Wenn ihr Cordelius oder Surge noch nicht habt, haut da irgendwie alle Chroma Credits drauf. Ohne Witz, ich würde euch sogar empfehlen, wenn euch nicht mehr viele Chroma Credits fehlen am Ende, also wenn ihr es vielleicht nicht ganz schafft, diese Chroma Credits zu erreichen, gebt vielleicht sogar ein paar Gems aus. Also wenn ihr noch so 10, 20 Gems dann braucht, geht das überhaupt, wenn einem noch ein paar fehlen? Mal gerade schauen. Ah nee, das geht gar nicht. Okay, ich bin lost. Aber schaut einfach, dass ihr die Brawler irgendwie bekommt. Das ist super wichtig. Wenn ihr Surge und Cordelius schon habt, dann in erster Linie als nächstes eben die mythischen Brawler probieren. Die kann ich auch gerade nochmal vorlesen und natürlich einblenden. Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Jeanette, Otis, Artie, Charlie, Eve und Buster. Diese Brawler werden mythisch werden. Falls ihr Surge und Cordelius habt, geht am besten die als nächstes an. Und wenn ihr jetzt schon alle
legendären, also Search and Cordelius, oder diese ganzen mythischen schon habt, dann könnt ihr euch einfach unter den epischen aussuchen. Dann ist es eigentlich relativ egal, da die ja eh alle episch werden. Schale wird übrigens nicht direkt mythisch werden. Ich glaube erst mit der nächsten Season. Denn ihr seht noch, die Season dauert noch 29 Tage. Und das bedeutet, ihr kriegt sie tatsächlich noch als chromatischen Brawler im Brawl Pass. Und das ist direkt wieder der nächste sehr, sehr, sehr krasse und wichtige Punkt. Der hat noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich will schon mal darauf hinweisen. Und zwar ist das der letzte Brawl Pass, den ihr für Juwelen kaufen könnt. Danach wird der Brawl Pass Geld kosten. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie die Chance habt, nochmal ranzukommen, vielleicht an die Juwelen. Ihr seid ja kurz davor oder sonst irgendwas. Ihr bekommt ja auch ein paar Juwelen gratis hier im Pass. Wir hoffen auch darauf, dass ihr auch gratis im Gratisgeschenken vielleicht mal 10 Gems bekommt. Und dann würdet ihr es vielleicht irgendwie noch schaffen, diesen Pass zu kriegen. Vielleicht auch Free-to-Play, je nachdem, ob ihr Geld ausgibt. Und das solltet ihr auf jeden Fall halt mitnehmen. Und habt ihr auch direkt Charlie dann eben auch nochmal. Falls euch den Pass übrigens oder irgendwas im Shop kauft, natürlich wie immer gerne an Creator-Code JoJonas im Shop denken. Würde mich mega freuen. Ist ein kostenloser und geiler Support. Alle 7 Tage könnt ihr den Code neu im Shop eingeben. Dann läuft er nämlich ab. Danke. Auch ganz wichtig, ihr müsst eure Chroma-Credits unbedingt jetzt einsammeln. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel jetzt hier, also hätten wir, sagen wir mal, 60 Chroma-Credits im Pass. Wenn ihr die jetzt nicht einsammelt, werden sie automatisch eingesammelt und gehen dann entweder in den Star-Pfad oder direkt in Ruhm rein. Und wenn ihr das eben nicht möchtet, dann sammelt sie jetzt ein, denn dann werden sie umgewandelt. Je ein Chroma-Credit wird zu 1,85 Credits und geht in euren Posteingang. Und da könnt ihr selber bestimmen, was ihr damit machen wollt und auch, ihr könnt es ja auch abholen, wann ihr möchtet. Dann ist es deutlich besser, denke ich. Weil überlegt es mal, am Ende geht das Ganze dann vielleicht in Ruhm rein, was ihr gar nicht möchtet. Wenn ihr auch schon Ruhm freigeschaltet habt natürlich. Und stattdessen könnt ihr die Credits ja auch aufheben für zukünftige Brawler. Gerade vielleicht legendäre Brawler oder sonst irgendwas. Also macht das auf jeden Fall unbedingt. Und damit kommen wir wahrscheinlich zum spannendsten Part für die meisten. Und zwar, was ihr beim neuen Brawler Miko am besten beachten solltet. Das Wichtigste zuerst, denkt einfach dran, das Geschenk gratis abzuholen, denn Miko ist das krasseste gratis Geschenk, was es jemals gab, gerade weil er auch die mythische Seltenheit hat. Aber gleichzeitig keine Sorge, denn wir schauen uns einfach mal das Edgar-Geschenk an. Falls ihr Miko dann am 14. Dezember auch direkt spielen wollt, würde ich euch empfehlen, auch in der Erwartungspause gut dran zu bleiben. Ich werde auch livestreamen und dann immer wieder aktualisieren, denn wie ihr seht, letztes Mal sind die Server gecrashed und es kann sein, dass nur wenige Leute reinkommen. Deswegen ist man am besten direkt von Anfang an am Start und ja, wartet dort am besten, wenn man natürlich direkt spielen will. Falls ihr dann kein Spiel findet, geht am besten mit 2 höheren Mates rein, denn so habe ich es dann auch geschafft, überhaupt Matchmaking zu bekommen. Denn alle Lobbys werden dann voller Mikos sein, weil eben alle Leute natürlich auf 0 Trophäen mit Miko eben suchen werden, gerade in Solo-Showdown und so weiter. Und dann ist das Matchmaking natürlich auch auf 0 Trophäen eben mehr überlastet als auf 200, deswegen am besten einfach ein bisschen höher suchen, dann ging das auch easy bei mir damals. Und da ihr euch gegen ganz den Mikos durchsetzen müsst, schaut am besten, dass ihr auch einen guten Konter wählt. Ich hoffe, ich werde schon vor dem Update spielen dürfen über den Entwickler-Account, dann werdet ihr dort sehen, was ein Konter hat. Ich würde mal vermuten, Tanks sind sehr gut, wie zum Beispiel auch eine Shelly oder auch ein Bull oder irgendwas, was für Leben hat bestimmt. Schlecht sind dagegen eher Werfer, so zum Beispiel halt ein Dynamite, weil er halt über die Wände springen kann und sehr gut dodgen kann. Und jetzt natürlich die große Frage, wie viele Münzen und Powerpunkte solltet ihr ansparen für die gewissen Power-Level-Stufen? Also wir gehen mal erst von Power-Level 1 auf Power 7, dann Power 9 und auf Max Level und ich zeige euch, was es alles kostet und was ihr sparen müsst. Was ich persönlich nochmal sehr interessant und wichtig finde. Okay, wir beginnen mal. Wir brauchen erstmal nur 20 Münzen? Okay, crazy. Okay, 20 Münzen. Ich gehe hier einmal... Hä, wieso kostet es keine Powerpunkte? Dann 55? Ah, und dann beginnt es scheinbar erst. Okay, wir sehen es gleich wieder. Für Power Level 7 brauchen wir 980 Münzen und 487 Powerpunkte. Je nachdem, ob ihr dann ein oder zwei Gadgets kaufen wollt, nochmal, sagen wir mal, ein Gadget realistisch, braucht ihr dann nochmal 1000 Münzen, sprich 1980 Münzen und 487 Powerpunkte. Wir gehen hoch auf Power Level 8. Und ab dort können wir eben auch ein Gear kaufen, was uns nochmal 1000 Münzen kostet. Wenn ihr Power Level 8 erreichen wollt, mit einem Gear kostet das Ganze 3280 Münzen und 827 Powerpunkte. Für Power Level 9 und eine Star Power. Da würde ich wieder sagen, kauft man sich am besten eine, braucht ihr 6530 Münzen und 1377 Powerpunkte. Für Power Level 1 ab Power Level 10 braucht ihr dann wiederum zusammen mit dem zweiten Gear, was ihr euch auch kaufen könnt, stimmt, also nochmal 1000 Münzen extra, braucht ihr 9405 Münzen und 2267 Powerpunkte. Und für Power Level 1 auf Power Level 11 braucht ihr dann final 12205 Münzen und 3707 Powerpunkte. Damit inbegriffen haben wir das Gadget, die Star Power und zwei Gears.
Und jetzt wird's krass, wenn ihr den Hypercharge natürlich noch dazu wollt, macht das Ganze nochmal 5000 Münzen extra. Sprich, wenn ihr wirklich Power 1 und Power 11 mit Gadgets, Star Power, beiden Gears und Hypercharge wollt, kostet das Ganze 17.205 Münzen und 3.707 Powerpunkte. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass ihr sparen müsst. Das ist echt eine ganze Menge, aber dann habt ihr halt Miko auch direkt maxed, was sich schon sehr lohnen könnte und auch bestimmt Bock macht. Ansonsten hoffe ich, dass ich wie alle anderen Brawler auch Miko vor dem Update schon spielen kann und so euch schon zeigen kann, wie stark er ist, wie ihr ihn spielen müsst, was für Fähigkeiten er hat und was für Konter er auch hat und so weiter und so fort. Denn da werden wir natürlich am meisten schon vorher lernen und rausnehmen können. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt. Schaut wie immer natürlich gerne bei meinem Merch vorbei auf jojonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, das Ganze ist noch bis Weihnachten erhältlich mit unterschriebener Autogrammkarte von mir und der Chance, ein Video mit mir zusammen zu gewinnen. Bis dahin, haut rein, danke fürs Zuschauen, da ist euer Abspann noch verlinkt und ich bin weiterhin sehr hyped. Und ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Haut rein, ciao.